Willkommen auf meinem Kanal SKPlay87. So, wir sind jetzt, haben die Presse geschnappt und fahren jetzt erstmal schnell hoch zum Feld. Und dann gibt es nämlich eine Neuerung, und zwar wir haben einen neuen Mitarbeiter bei uns. Und zwar den Klaus. Der macht nämlich für uns jetzt gerade das Schwaben. So haben wir schon mal ein bisschen Entlastung bei uns. Aber er ist natürlich neu. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass das Curseplay mit der Gangschaltung zurechtkommt. Aber normalerweise schon. So. Können wir mal gut durchbrettern. Das passt alles. Oh, 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 oh. Ah, ich habe eins vergessen. Und zwar das Gewicht hätte ich vorne ran machen sollen. Ja, gut. Das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt hier vergessen habe. Aber ich hoffe natürlich, es klappt. Dass Curseplay das gut hinbekommt. Auch mit den Schwaden. So. Bis jetzt funktioniert hier wirklich alles sehr, sehr, sehr gut. So, hier müssen wir rechts rein, links rein. Kommen wir da durch? Ja, kommen wir durch. Perfekt. Also, was wollen wir denn noch mehr? Wir kommen sehr gut durch. Alles im fünften Gang jetzt. Auch jetzt gleich im sechsten Gang. Ja, wunderbar. Von der Stärke her ist er wirklich sehr gut. Jetzt bin ich nur gespannt, ob der Kollege das da hinbekommt. So, hier müssen wir schön fein vorbei, schön langsam. Nee, da kommen wir perfekt vorbei. So soll es doch sein. Gleich im sechsten Gang reingehen. Jetzt müssen wir nur die Einfahrt hier richtig gut erwischen, dass wir da gut durchkommen. Und ist er schon am... Halt, die Einfahrt ist hier. Vorsicht, Vorsicht. Aber... Ah, nee. Da haben wir jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt. Nicht zu viel. Da müssen wir jetzt durchkommen. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, wo er anfängt. Ach, er fängt auf den Bahnen an, okay. Ja, wir fahren schon weiter, kein Problem. So. Ballenpresse anschalten. Wie groß wollen wir denn jetzt hier die Ballendinger machen? Ballengröße L, 150. Ablegemodus werden wir mal auf automatisch machen. Ballenwickler ausschalten. Nein, den wollen wir anlassen. Dann passt eigentlich alles. Dann können wir den mal direkt ausklappen. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier klappt. Wo hat er denn hier angefangen? Gehen wir mal. Ich glaube, hier hat er angefangen, oder? Täusche ich mich? Ne, hier hat angefangen, okay. Gehen wir mal hier auf V, B. Warum geht er nicht an? Habe ich was vergessen? Habe ich vergessen, die Zapfsäule ranzubauen? Ja, jetzt ist die Zapfsäule dran. Hier stimmt doch alles. Größe, Ballenpresse, automatisch passt. Anschalten. Vierter Gang und gib ihm. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ob er das jetzt hier gleich alles zu Ende wickelt. Wir müssen natürlich gucken, dass wir hier wirklich Reihe für Reihe auch mitnehmen. Das ist natürlich hier mit dem... Ja. Wie hat er das denn hier gemacht? Da komme ich ja gar nicht zurecht. Dann fahren wir jetzt mal hier hin. Mal hier die nächsten wickeln.
Ich weiß nicht, ob der hier automatisch stehen bleibt oder weiterläuft. Das sehen wir jetzt gleich. Aber ich glaube, der fährt einfach weiter. Also muss ich stoppen, okay. Muss ich stehen bleiben. Aber wickeln tut er automatisch und absetzen auch. Ja gut, immerhin ein kleiner Vorteil. Abwerfen tut es selber, hoffe ich. Das sehen wir ja jetzt gleich. So. Wir heben das mal wieder. Ja, gut, abwerfen tut es. Perfekt. Dann muss ich halt immer bei 5000 stehen bleiben. Ist ja jetzt auch kein großes Ding hier. Also daran soll es nicht liegen. Aber man sieht ja, wir rutschen immer schon mal ein bisschen vor. Na, das ist schon mal sehr gut. Schon mal sehr gut, dass es so gut funktioniert. So, können wir gleich das hier auch noch mitnehmen. Voila, einmal heben dann. Rum. Das werden auf jeden Fall ein paar Ballen. Also werden einige Ballen sogar. Ja, da sind wir ein bisschen frühzeitig vom Gas runtergegangen. So, sobald der hier wieder fresh ist, können wir loslegen. Also Fastbell wäre natürlich dann schon was anderes, gell? Gut, mit 15 kann man haben. Machen wir uns da jetzt auch nicht kaputt. Der Kollege, der rattert was weg, das ist ja der Wahnsinn. So, einmal hier rum. So. Ja, der kann schöne lange... Ach, der tut die gleich so hinstapeln, okay. So, einmal stoppen, aber ein bisschen früh. Also Fastbell wäre schon cooler jetzt gewesen. Naja, ist ja egal. Das, also daran soll es ja jetzt wirklich nicht scheitern. Das sind jetzt die Lageballen für uns perfekt. Von der Größe her. Und auch von der Menge her wären es ja richtig, richtig viele. Aber abwarten, abwarten. Man dürfte nicht zu früh... Sagen alles perfekt. Oh, ist jetzt. So. Ja, wie gesagt, ein bisschen bleibt natürlich jetzt immer hinten mit dran, aber da mache ich mir gar keine Gedanken. So. Dann die nächste Reihe. Ah, ich glaube, da müssen wir dann jede zweite Reihe nehmen, dass wir hier ein bisschen besser zurechtkommen. Ja, 5000 Liter ist nicht viel, gell, wenn man es so überlegt. Dann kriegen wir einige Ballen zusammen. Wenn wir überlegen, wie viele das auf dem einen Feld waren. Das war ja aber auch ein guter Geldsegen, was wir da bekommen haben. So. Silageballen sind halt dann schon was Gutes. Und damit die alle dann wegbringen. Money, money, money. Das wird schon was... was Feines. So, hier fahren wir jetzt auf jeden Fall alle... jeden zweiten oder jeden dritten? Ja, jeden zweiten wäre schon... wäre schon fast praktischer, gell? Oder jeden dritten? Machen wir mal jeden zweiten. Hier sind wir jetzt schon gleich wieder am Schluss hier. Ah, muss der aber noch gut hinterher Gas geben hier, sonst holen wir den ja noch gut ein. Also machen wir wirklich jeden zweiten. Weil sonst sind wir wirklich schneller wie der Klaus, obwohl es eine Sie ist. Aber für den zahlen wir am Ende des Monats dann erstmal nur die Hälfte. Also 3000, dann kostet mir im Monat 6000 Euro. Oder... bisschen weniger, müssen wir mal schauen, was brutto so ein Bauarbeiter verdient. Bauer.
Da können wir ja danach gehen. Müsste ich mal nachgoogeln dann und dann sehe ich das ja. Aber hier sind wir auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigt. Ja, haben wir auf jeden Fall noch gut was zu tun. Ja, rum hier. Ja, ich glaube, da kommen wir ganz gut weg hier. Wenn wir immer hier wieder ein bisschen stehen müssen. Es passt eigentlich dann. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Oh, 5000. Da waren wir ein bisschen lang gestanden. Aber hier, wenn wir jetzt mal so sehen, so viel bleibt da wirklich gar nicht. Übrig. Also bin ich schon eigentlich zufrieden. Ah doch, jetzt warte mal, doch klar. Ein bisschen, ja, ist ja egal. Das kriegen wir alle schon hin. Ah, ist das schon ein bisschen in die Pedulie kommt jetzt langsam. Bei der Schnelligkeit hat er, glaube ich, nicht gerechnet. Gut, ich habe natürlich auch eine ganz andere Schlagkraft wie er. Sieht er gut durch, aber er, glaube ich, auch. Mal gucken, ob er mich hier noch einholt. Na, jetzt merkt man es halt langsam. Jetzt geht es hier einen Berg hoch. Da wird es er, glaube ich, ein bisschen einfacher haben. Wobei er nicht einmal nur 100 PS hat. Na, schau, wie er hier vorbeidüst. Da kann ich natürlich jetzt nicht mithalten. Mal gucken, wer schneller ist. Ah, doch. Er ist ein Tick schneller, ist er immer. Ja, wobei. Und fast gleich schnell. Jetzt mach aber hin hier. Hol dich ja gleich ein. So. Kann ich den gleich mitnehmen? Achso, er muss ja. Er fährt immer nochmal rückwärts, oder wie? Ja gut, das ist... Ne, fährt dann nicht rückwärts. Aber so passt es. Der ist fast gleich schnell wie ich. Ah, haben wir schon ein paar Ballen hier dran. Wie viel haben wir denn? Hat er schon gezählt? Oh, 12 insgesamt schon. Ja, prima. Es gibt jetzt wieder richtig Kohle dann. Dann kann man schon mal davon ausgehen, dass wir da eine Menge Geld machen. Hier mit den Silageballen. Ein bisschen müssen wir auch jetzt mal dran denken, dass wir jetzt hier auch den Kredit dann so gut wie zurückzahlen. Ich überlege mir ja auch jetzt nochmal 100.000 jetzt schon zurückzuzahlen. Aber da habe ich natürlich auch Angst, wenn jetzt irgendwas kommt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mit einem Drescher fahren müssen oder irgendwas, dass wir dann dafür keine Kohle mehr haben. Ist halt wieder das nächste. Das sollten wir dann doch ein bisschen besser aufgestellt sein. So. Könnten wir eigentlich schon mal die anderen Bahn nehmen. Also warten tue ich auf jeden Fall nicht. Dann fahren wir jetzt einfach die nächsten Bahnen ab und fertig. Weil ich glaube, so schnell fährt er dann doch keine zwei Bahnen hier weg. Ziemlich nah am Ende. Das möchte ich eigentlich nicht. So. Schnell, bevor es zu Ende gewickelt hat und ihn fallen lässt. Na, hier kann er ihn fallen lassen. Hier ist es mir eigentlich relativ egal. Gut, dass er die automatisch umkippt und fallen. Dann rollen die mir wenigstens nicht in den Traktor rein. Das ist natürlich wieder ein kleiner Vorteil. So.
Welche Bahn haben wir denn hier? Ja gut, die können wir jetzt eigentlich schon alle fertig machen. Kleegras frisch. Ja, aber ihr packt es ja trotzdem zur Silage ein, also. Das habe ich gerade, glaube ich, fast ein bisschen falsch gelesen. Um das dann später in die Heutrocknung zu tun. Genau da ist es. Oh, wir müssen mal gucken, ob unsere Tiere jetzt was zum Fressen haben. Schauen wir mal. Einmal rum. So. Der nächste Ballen, der rausgeht. Perfekt. Na, ich glaube, jetzt ist er langsam wieder fertig. Ja, aber wir ziehen jetzt hier noch die zwei Dinger durch und dann haben wir es geschafft. Aber ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer SKPlay87. Haut rein. Ciao.